Plenty, wie Home. Gleich noch Sean Copley und Quentin Jackson aus dem A-Team bei uns zu Gast. Und Miss Platinum und Materia sind da. Und ich habe mich schon ein bisschen frei gemacht, obenrum hier. Ja, ja, und ich habe gesagt, bitte nicht während der Werbung, mach's doch, wenn die Girls zugucken. Ja, aber das ist jetzt ganz ausziehen kann ich nicht. Ina Müller ist bei uns zu Gast. Ja, bekannt aus der hervorragenden Sendung Inas Nacht. Und wir haben gerade in der Werbung schon kurz ein bisschen drüber gequatscht. Es ist ja bei dir tatsächlich ein bisschen, muss man fast sagen, das Hobby zum Beruf gemacht, oder? Das ist so. Saufen, singen, sammeln, meinst du? Ja. Nicht? Doch, natürlich. Also ich sag mal, ich als Moderator wäre total neidisch auf diese Sendung. Es macht ja einfach Spaß. Ich bin hier jetzt auch. Finde das hier ein bisschen toll, dass natürlich für alles jemand da ist. Also da steht einer, der genau sagt, mach dies, mach das und stopp und tolle Kameras, die auf so Rollen sind. Sowas haben wir alles gar nicht. Ja. MTV ist natürlich sau cool, muss man sagen. Ja, aber wir haben auch wahnsinnig viel Geld. Ich wusste auch nicht, dass ihr Viva nebenan habt. Das finde ich auch lustig. Ich dachte immer, Viva und MTV ist wie BMW und Mercedes. Aber, ja, das ist einfach. Klaas und ich hatten einen guten Tag, die hätten den Laden dicht machen müssen. Dann haben wir gesagt, komm, hier. Kaufen wir den Laden. Ist eure Sendung eigentlich gerade die Burner-Sendung bei MTV schon, ne? Deutschlandweit, also nicht nur bei MTV. Das ist schon so, die rennen uns die Tür ein. Aber also ihr habt super Quoten und seid sehr zufrieden. Tierisch, Regionalradioniveau. Wir gehen durch die Decke damit. Das ist, wie FFN. Ja. So ist es nicht so? Ja, tierisch, klar. Das ist, wir begrüßen überlegt die Zuschauer teilweise persönlich. Überlegt man nicht schon, ob es täglich werden soll? Ja, klar. Oder das ist aber so viel Sendezeit hätten wir gar nicht. Genau, so viel Sendezeit könnten wir gar nicht. Mit den ganzen Sachen, die wir haben, ja, da müsste MTV, wir könnten einen eigenen Sender aufmachen. Wir haben Angebote vorliegen, da würden sich andere die Finger nachlecken. Aber ja. Du könntest ja auch gar nicht jeden Tag, du bist ja gerade Vater geworden. Das ist richtig. Ich bin Larsmann heute in der Zeitung. Ja, Larsmann heute in der Zeitung. Ich bin tatsächlich Papa geworden von einer kleinen, tollen Tochter. Wie heißt und, sie? Ich hab's vergessen. Mila Marie. Es ist nicht wahnsinnig schwer, heutzutage sich einen Namen für eine Tochter auszudenken, der in irgendeinem Falle mit 18 noch cool ist. Genau das ist das Problem. Du musst halt so viele Gedanken machen. Du gibst ihnen halt den Namen fürs ganze Leben weg. Und wir haben beim Abendessen innerhalb von 3 Minuten entschieden, wie sie heißen soll. Vorher gab es 8 Monate einen anderen Namen. Ach, und 2 Tage Fine. Das ist natürlich. Aber das ist so blöd, weil Fine in Amerika heißt dann Fine. Aber wir reden nicht über mich. Lass mal über dich kurz reden. Klaas, hast du auch schon Kinder? Ermüdet dich das Thema Kinder? Ich habe gerade kurz nicht zugehört. Bin ich eingeschlafen, oder? Ja, du bist schon wieder. Scheiße, irgendwas ist komisch. Super peinlich. Jetzt hast du mich ein bisschen wir haben gestern gebracht. Übrigens Redaktionssitzung gehabt für Inas Nacht und wir haben ein Klaas und Joko Ranking gemacht. Das war sehr lustig, weil das wir haben viele tolle junge Girls in der Redaktion. Ja. Und dann war natürlich können. Die Frage, wen findet ihr toller, den Klaas oder Joko? Und es hält sich echt die Waage, weil Klaas kam als negativ, bei dir kam als negatives Klaas immer. Nee, der andere ist cooler. Aber 2 waren total verliebt. 2! War auch schon toll. Und wir haben eine 3-köpfige Redaktion beim NDR, das ist schon Mehrheit. Nein, widerlich, scheiß Angeber Berliner Kackbrille. Ja. Was? Absolut. Ich fand die Brille so schrecklich. Ja, selbstverständlich, der sieht sein Leben in 16:9. Welche Brille? Es wäre so typisch Berlin-Gedöns. Sagten die sehr angesagten Hamburger Derns. Dass ich auch zum Beispiel schlaue Fragen stelle, manchmal? Ja, ich glaube, entweder steht man auf dem Kasperle, das ist dann Joko, oder man steht auf den etwas seriöseren, das wärst du dann. Und das hielt sich dann wirklich. Das Kasperle, ja? Wirklich? Oder wie wir weil ich einen riesen Seil zwischen den Beinen habe, an dem man ziehen kann. Oder wie wir ihn mittlerweile in seiner Montur nennen, Peter Unlustig. Ja. Vielleicht habt ihr jetzt schon mal. 3 Tage nervt er mich jetzt schon mit diesem Spruch. Endlich hat er eine Sendung gefunden, wo er sie anbringen kann. Gab es eigentlich bei dir Sendungen, wo man auch mal so richtig dicht gewesen ist? Ich geh da rüber in die seriöse Ecke. Ja, okay. Ja. Meine Güte, bin ich froh. Falls irgendjemand mir eine eigene Sendung geben würde, ich bin dabei. Es gab eine Sendung mit Dagmar Koller und Ralf Schmitz und wir waren so besoffen, dass die Gläser flogen und dass ich einfach nicht mehr reden konnte und konnten die letzten 10 Minuten nicht zeigen. Das schneidet ihr dann raus, oder was? Ja, natürlich. Aber warum? Das ist so was Geilste eigentlich, nein, also es gibt so einen Punkt, da macht es, glaube ich, keinen Spaß, zu Hause halb besoffen vor dem Fernseher zu sitzen und total Besoffene zu gucken. Ich glaube, man muss den Zuschauer mitnehmen. Und wenn der 4 Bier trinkt und wir auch 4 Bier, dann sind wir auf einem Level. Aber wenn ihr 40 trinkt, dann das Drombier singen und Gläser wegschmeißen, dann ist es. Habt ihr denn tatsächlich so auch so Drehpausen dann, wo dann kurz abgesetzt wird und währenddessen trinkt ihr weiter und der Zuschauer denkt, die haben nur 4 Bier getrunken und ihr vertragt nichts? Also die Sendung ist natürlich in echt ein bisschen länger, als wir sie sehen. Und es kommen auch manchmal Sachen vor, die einfach nicht gezeigt werden dürfen können. Guckst du dir nach der Sendung an und denkst dir so, oh mein Gott, wie unangenehm? Oder? Ja. Ja? Ja, aber es ist ja ein bisschen Sinn der Sache auch. Also ist ja ein bisschen Sinn der Sache. Du kannst mir nicht aufs Ohr quatschen, während ich hier rede, ja? Weil dann verstehe ich nicht, ich habe mich gerade akustisch auch so toll, dass ihr habt, wir haben so Knöpfe was denn im Ohr. Da? Stell dir mal vor, ich habe gerade eine Wahnsinnsfrage und mir labert einer ans Ohr und sagt, brauchst du auch was vom aber Edeka? Aber das war gerade zwar. Es ist zwar immer gut, dass dann gesprochen wird, wenn der Gast redet, aber ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, weil er gerade gesprochen hat. War nicht so wichtig.
Das war nicht nett. Ja. Was ich aber tatsächlich beachtlich finde, du hast auf all diesen Sachen, die wir hier aufgestellt haben, von dir, CDs, hast du rausgebracht, DVDs, du hast eine neue Frisur. Ja, ich hatte Läuse. Oh. Ah, kleiner Spaß! Wie sympathisch. Ich dachte ganz kurz, das ist mein journalistischer Durchbruch. Aber es war leider, ich habe hier eine Sache an der Glocke. Du investigativer Super Typ. Das ist investigativ. Du bist der neue Ulrich Meier. Mach weiter. Aber ich finde, dass du zu lange, du hast aber zu lange nichts gesagt. Nee, das war auch gerade ganz kurz. Das war echt totales Schweigen. Wie reagiert man? Ist es schlimm? Ist es jetzt gerade betroffen? Das ist ja schön, dass sie das ehrlich erzählt, aber interessiert uns eigentlich. Ich hatte Langeweile, mein Haar langweilte mich und man kennt das ja bei den Frauen. Jetzt sind sie ganz kurz, wer weiß, wie sie im halben Jahr sind. Wegen diesem Laus-Ding, ich glaube diesen Gag noch nicht. Und deswegen gehe ich kurz in diese Kiste. Okay. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle, Ina Müller, vielen Dank, dass du da warst. Ich kümmere mich mal ganz kurz um den jungen Mann. Jederzeit wieder herzlich willkommen, wirklich. Das war ist ganz toll bei euch. Viel zu wenig Zeit dieses Mal auch. Schaut euch die Sendung an. Inas Nacht kann man auch in der ARD Mediathek anschauen. Lohnt sich wirklich. Und ja, viele weitere Preise noch, sowohl für dich als auch für uns. Und anytime. Ich habe mich viermal pro Minute verliebt. Ja. Vielen Dank, Ina Müller. Ja, tschüss, bis bald. Hau ab, Alter. Verpiss dich endlich.